Ach, so ist das also. Und ich, Trottel, hab gedacht, du stehst nicht mehr auf Nils. Es geht dich ja wohl mittlerweile gar nichts mehr an, Marc. Wozu überhaupt hier? Ah. Wie? Das ist meine Frau. Meine Frau? Komm, komm, komm. Ja, klar ist das meine Frau. Geh lieber wieder, ja? Jetzt hör mal zu meinem Freund. Ne? Wir sehen uns noch. Ne? Glaub ich dir. Ja? Bis später. Hör mal zu, ich hab die Frau getroffen. Die Frau mit der Tochter, angeblichen Tochter, die unsere Hochzeit hat platzen lassen. Ich habe herausgefunden, das sind noch nicht mal Mutter und Tochter. Das sind Nachbarinnen. Wir müssen da hin. Komm mit. Willst du mir jetzt die nächsten Lügen erzählen, oder was? Wie, was für Lügen? Lass uns da hingehen. Dann wirst du alles erklärt bekommen. Los. Ja, und dann erzählst du mir die nächsten Lügen. Und diese Frau, die erzählt doch nicht aus heiligem Himmel irgendwas. Ja, das weiß ich auch nicht, warum sie das macht. Aber die tun das. Wir müssen da jetzt hin und dann erklären die uns das. Die sind nicht Mutter und Tochter, glaub mir. Ich kenne die Leute gar nicht. Womöglich bezahlst du sie dafür, oder was? Ich will echt nichts mehr davon hören. Ich bin fertig mit der Sache. Lass mich endlich in Ruhe. Ich verstehe. Ich hab's jetzt begriffen. Unsere Liebe ist dir also nichts mehr wert, ja? Ich liebe dich anscheinend mehr wie du mich. Tja. Ich hab dich immer geliebt, das weißt du, ja? Und ich glaube, ich werde dich auch immer lieben, mein Leben lang. Aber ich muss es akzeptieren, so wie es ist. Richte deinem Vater bitte aus, ich kann das nicht mehr. Ich schmeiß hin, er hat mich genug gequält, er hat erreicht, was er wollte. Sag ihm, ich schmeiß hin, ja? Richte ihm das bitte aus. Was tust du überhaupt noch hier? Wie, was soll denn das? Lass mich los! Hast du alles begriffen? Ist vorbei. Wie vorbei? Vorbei ist es, ne? Was meinst du? Herr Fabienne gehört zu mir. Hast du dir das in die meine Lache? Frau. Ich hab doch lange genug mit dir zusammengearbeitet. Ich weiß auch, wie du tickst. Du bist wahrscheinlich untervögelt. Oder geht's dir um die Kohle von dem Alten? Und selbst wenn, es geht dir so scheiße gar nicht! Oh, merkt ihr das? Oh, die Scheiße. Oh, das tut das Schweine weh. Ach du Schreck, meine Nase. Spätestens jetzt kann man dann die Polizei rufen. Das würde ich allerdings an Marks Stelle auch tun, weil der Nils, den würde ich auf jeden Fall nicht so davon kommen lassen. Nee, meine Nase ist ziemlich teuer. Ja, und es tut auch, glaube ich, echt schweineweh. Ich habe meine Nase zwar noch nie gebrochen, aber das möchte ich auch ehrlich gesagt nicht. Ich auch nicht. Etwas später. Mark setzt der Angriff gewaltig zu. Noch hat er keine Ahnung, dass Nils derjenige ist, der sein Leben zerstören will. Ach du Scheiße. Was ist mit dir passiert? Wie siehst du denn aus? Was hast du gemacht? Ja. Sieht schlimmer aus, als es ist. Bin mit Nils aneinander geraten. Heute. Warst du schon wieder in der Werkstatt? Nein. Kannst du dich nicht von der Werkstatt fernhalten, bis wir die Tussi dazu gebracht haben, dass sie auspackt? Du siehst doch, was jetzt passiert ist. Das bringt doch alles nichts. Ja. Dich kann man aber auch echt nicht allein lassen. Komm, nimm mal hier das kalte Tuch jetzt. Tu das mal in den Nacken hier, damit die Blutung aufhört und beug dich nach vorne. Was Marc da gerade durchmacht, musste ich toi 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 noch nie durchmachen. Und ich wünsche es auch ehrlich gesagt keinem. Das ist ja auch eine Intrige, die gegen ihn gesponnen wird. Also das ist echt bitter. Ist ja nicht so rein, worin man freiwillig rutscht. Ja. Unterdessen. Seit das Geschwisterpaar Nina aufgelauert hat, steht die 34-Jährige mächtig unter Druck. Boah, ich bin ein viel beschäftigter Mann. Du hast mich den ganzen Tag auf der Arbeit angerufen. Was ist los? Ja, ich wollte einfach, dass du kommst. Und ja. Jetzt hör mit deinem komischen Rumgeschleimer auf. Ich bin nicht dein dämlicher Tanzbär. Was ist los? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und was sagen? Du weißt doch, ich fühle mich in deiner Nähe viel sicherer und... Alter, jetzt hör auf mit dem Gelabere. Was ist los? Meinst du, der Marc ist jetzt aus dem Rennen und... Ich verstehe deine Frage nicht. Lässt er mich in Ruhe jetzt? Oder? Ja, klar lässt er dich in Ruhe. Der muss sich erst mal finden. Ich bin sowieso schon voll auf Krawall gebürstet, wenn ich einen kleinen Pisser mag. So, willst du jetzt auch aufs Maul haben oder was? Nein, hör doch auf, sei doch nicht so aggressiv. Aggressiv. Deswegen stalkst du mich den ganzen Tag, deswegen rufst du mich die ganzen paar Minuten an. Ich habe was Besseres dazu tun, Mensch. Was ist los? Um was geht's hier? Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Da ist was. Zur selben Zeit. Marc sieht keine Chance mehr, seine Hochzeit zu retten. Weißt du, das ist doch echt zu blöd. Jetzt wissen wir endlich, wer die Tussi ist. Aber wir wissen immer noch nicht, wer dahinter steckt. Ja, denkst du nicht, dass ich mir auch im Arsch beiße? Wir waren so nah an den beiden dran und dann sind die uns entwischt. Aber viel schlimmer finde ich, dass
Fabienne so kalt geworden ist zu mir. Da meinte die doch tatsächlich zu mir, ich hätte die Wahnsinnigen arrangiert, damit die unsere Hochzeit platzen lässt. Was geht denn da ab? Ich verstehe nicht, was da alles los ist. Und das, was auch schlimm ist, dass sie jetzt wieder mit diesem Schlägertypen von Nils abhängt. Und, wie soll ich jetzt noch was beweisen? Ist das dein Ernst? Du wirst jetzt aufgeben, wenn wir so kurz davor sind? Jetzt haben wir das schon herausgefunden, wer diese Tussi ist endlich. Und du willst überhaupt nicht wissen, wer dir das eingebrockt hat? Bist du denn überhaupt nicht neugierig? Für mich war die ganze Sache doch nur so lange wichtig, wo ich mir Hoffnung gemacht habe, wieder mit Fabienne zusammenzukommen. Aber so hat das doch alles gar keinen Sinn mehr. Hör auf! Wenn du selbst mit deinem Verdienst, bringt es uns gar nichts. Wir gehen da morgen noch mal hin und dann stellen wir die Tussi zur Rede und dann müssen wir doch endlich mal was herausfinden. Ja, ich weiß. Ein Versuch ist es doch wert, oder? Ja gut, dann... Oder willst du schon aufgeben? Dann versuchen wir es halt noch mal. Er kann so froh sein, dass er so eine Schwester hat. Ja, voll. Die lässt ihn überhaupt nicht hängen und zieht ihn hoch und zieht ihn in die richtige Richtung und finde ich gut. Für sowas sollte man immer sehr dankbar sein. Boah, den ganzen Tag hast du mich schon genervt. Jetzt kommst du, rückst du nicht mit der Sprache raus, was überhaupt los ist. Es gibt ein kleines Problem. Problem? Aber, ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Ja, es rückt mit der Sprache raus. Sag, was ist los? Nachdem du weg warst, war der Marc hier. Der Marc? Der war hier? Ja, der war hier. Er wollte mit mir reden. Ist dein Ernst? Ja. Was hab ich? Ich hab gar nichts gemacht. Wenn der muss ich 3 Stunden hier Flaschen sammeln. Bin dir eigentlich? Was erlaubt mir eigentlich? Hä? Du und deine Tochter. Bist du dir ganz sicher? Klar, der wollte mit mir reden. Er stand unten vor der Tür. Aber ich bin einfach hochgegangen. Ich hab mit ihm nicht gesprochen. Hat er dich also gefunden? Respekt. Ja. Ja, weißt du was? Jetzt haben wir ein viel größeres Problem. Du musst jetzt deine Klamotten packen, verschwindest jetzt besser mal hier. Was? Du hörst mir zu, du packst deine Klamotten, er kommt bestimmt wieder. Und morgen früh setz dich jetzt ins Auto, dann bist du weg hier. Verstanden? Packst jetzt deine Sachen und morgen früh hol ich dich ab. Verstanden? Ja, ist schon okay. Ja, nicht okay. Krieg dich nicht so auf. Ciao, ne? Bis morgen früh. Tschüss. Am nächsten Morgen. Nina befolgt, wie immer, Nils Anordnung. Sie verlässt die Stadt. So, locker bleiben. Der Nils kümmert sich um alles. Wie viel Uhr haben wir? 20 Minuten ist ja noch Zeit. Marc und Stephanie geben nicht auf. Sie wollen die Lügnerin zur Strecke bringen und endgültig Marks Unschuld beweisen. Das ist früh. Seh dich so an. Erstens bin ich total neugierig. Außerdem, je schneller das hinter uns bringt, umso besser. Wenn sich meine Schwester was in den Kopf gesetzt hat, dann will sie es auch verwirklichen. Wo müssen wir denn hier klingeln? Ja, ich glaube, hier ist richtig. Aber meinst du, sie ist zu Hause? Ja, die schläft bestimmt noch. Das glaube ich nicht. Bei dem Klingeln wäre ich schon längst wach geworden. Da macht keiner auf. Ach, hier bist du denn. Nimm mal kurz die Tasche. Also, wir gerade noch rechtzeitig. Wie, was ist denn jetzt los? Scheiße. Hör mal, was soll denn die ganzen Mist, die mit uns macht? Du, ich rufe die Polizei und werde euch anzeigen. Hey, was soll das? Hey, warte. Halt, wartet. Bleib stehen. Bleib hier, du. Lass mich, du Arschloch. Bleib hier. Hey, bleib hier. Wo ist sie hin? Ist weg. Na toll. Aber ihre Jacke habe ich. Ja, gib mir mal her. Jetzt. Da muss doch irgendwas drin sein. In der Jacke. Ah, guck mal hier, ich habe ihr Handy gefunden. Da muss doch irgendwas drin stehen. Nachrichten? Ah, das ist aber interessant. Guck mal, das dürfte dich interessieren. Guck mal, was da steht. Ich denke, das wird dir weiterhelfen. Der Hammer, oder? Dieses aber das wird dir bestimmt weiterhelfen. Dieses Schwein. Ja, boah. Ich sag dir, ich hab was zu erledigen.
kurz darauf. Mark verliert keine Zeit. Er hat endlich den eindeutigen Beweis für seine Unschuld. Schau mal hier. Was ist das? Da geht ganz klar daraus hervor, dass das eine Intrige gegen mich ist. Vom Nils. Lies es dir mal durch. Wo hast du das her? Von den Tusen, die Hochzeit gesprengt haben. Hat einer das verloren von. Das ist der Hammer, das gibt's doch wohl gar nicht. Das ist eine ganz, ganz große Schweinerei hier. Das verlorene Stück Scheiße! Lass mal. Ich mach das schon. Sag mal, spinnst du eigentlich? Ich hab gedacht, sie wäre deine große Liebe, die Fabienne. Und dann lässt du einfach unsere Hochzeit platzen und spielst mit den Gefühlen von ihr? Ist dir wohl klar, dass du sowas erzählst? So, mir einfach die Schuld in die Schuhe schieben wollen oder was? Ich weiß ja gar nicht, wovon du redest. Deine Intrige! Das muss doch noch ein ganz billiger Trick sein hier. Ich hab jetzt die Schnauze voll von deinen Faxen. Ich will jetzt endlich die Wahrheit wissen und nicht deine verkommenen Lügen. Wird's mal! Ja, was denkst du denn? Da kommt irgend so ein dahergelaufener Typ, will die Firma unter den Nagel reißen. Fabienne, die Kohle, alles. Ich bin der rechtmäßige Nachfolger hier von der Firma. Sag mal, wie krank bist du denn? Hast du dir vorgestellt, selbst wenn du meine Tochter geheiratet hättest, ich hätte dir doof Brot die Firma überschrieben? Nils hat es einfach aus eigenem Vorteil raus gemacht. Hohl. Absolut hohl. Anstatt dann irgendwie wenigstens so mutig zu sein und zu sagen, Fabienne, bitte heirate Marc nicht. Ich liebe dich und ich möchte das nicht nochmal versuchen. Die Chancen waren wahrscheinlich auch nicht so groß, aber es hätte wahrscheinlich noch welche gegeben, weil er ehrlich war. Aber irgendwann kommt die Wahrheit immer ins Licht. Vor allem, wenn er auch ein guter Monteur ist in der Werkstatt, dann wäre er sicherlich nicht benachteiligt nach Hause gegangen, sag ich mal. Sag mal, wie krank bist du? Du bist so blöd zum Scheißen! Und jetzt verzieh dich! So, jetzt reicht es auch. Los, Marc, lass dir ja nichts gefallen! Marc! Verschwinde doch! Soll ich den Arzt rufen? Nee, geht schon, Ronny. Das ist ein verlogener Hund, sag ich dir. Komm her. Wird schon wieder, Ronny. Ist der Hammer, das ist der Hammer. Ich hab euch ja gleich gesagt, dass ich die Wahrheit sage. So ein kleiner W***. Und ich hab dir nicht vertraut. Es tut mir leid, wirklich. Ist okay. Fünf Wochen später. Marc und Fabienne haben sich ausgesprochen. Sie wagen einen Neuanfang. Vater Ronny hat Nils fristlos gekündigt. Die Familie hat den Kontakt zu ihm komplett abgebrochen. Ganz schwitzige Hände von Daumen drücken. Hoffentlich geht nicht diesmal wieder was dazwischen. Mal den Teufel doch nicht an die Wand. Solltet endlich den Mund, ihr Zicken. Jetzt ist meine Prinzessin dran und nichts anderes. Schatz. Mann. Schatz ist gut. Schatz. Wollen Sie, Herr Marc Diepold, mit Ihrer hier anwesenden Verlobten Frau Fabienne Perrin die Ehe eingehen? Ja. Wollen auch Sie, Frau Fabienne, Ihren hier anwesenden Verlobten Marc Diepold zum Mann nehmen? Dann antworten Sie bitte mit Ja. Ja, ich will. Ich stelle fest, dass Sie nunmehr kraft Gesetzes rechtmäßig verbundene Eheleute sind. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Ich finde das Ende sehr enttäuschend. Normalerweise bin ich Fan von Happy End, aber in dem Fall verstehe ich Marc nicht so wirklich. Wenn man mir so misstraut hätte und ja, mich nicht mal hätte zu Wort kommen lassen, ich glaube, das Ding wäre für mich durch gewesen, einfach weil die Enttäuschung zu groß wäre. Wäre dann nicht die Liebe.